Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück bei den Goblin Auto Club Manager. Wir sind auf Platz 16 gesprungen, wären also aktuell bei der nächsten Meisterschaft dabei. Allerdings nur 12 Punkte Vorsprung auf die Lizards und noch 4 Rennen. Das heißt, es wird auf jeden Fall alles andere als leicht. Trotzdem versuchen wir unser Bestes. Ich denke, wir springen hier rein. Ist jetzt von den Gegnern her sicherlich das einfachste. Ich sehe hier auch keinen, der uns direkt gefährlich wird. Also Platz 17 ist nicht dabei. Bei einem von denen. Von daher nehmen wir noch das Eisrennen mit. Wir brauchen wieder eine gute Kurvenlage. Und gute Bodenhaftung. Deswegen können wir wieder nicht auf das neue Auto gehen. Wobei, das wäre die Wendekreis. Ich glaube, wir können den mal nehmen. Nehmen wir mal den Pink Peter. Oder? Der Wendekreis ist da natürlich deutlich besser. Wir bringen hier aber eine Grundgeschwindigkeit mit. Und eine bessere Bremskraft. Ich glaube, wir versuchen mal den Pink Peter. Komm, warum nicht? Frage ist auch, wo starten wir auf 1? Das ist schon mal gut. Wir gehen wieder in die Aggressivität. 16 Runden ist halt lang. Das heißt, da muss man... durchaus mit ein paar Boxenstops rechnen. Okay, der Unfall ist ganz gut für mich. Jetzt kommen noch Pferde vorbei am frühen Morgen. Ich weiß nicht, warum da 3 Wagen überhaupt auf dieser Eisfläche stehen. So, jetzt gehen wir hier mit Turbo raus. In Ordnung. 3 geht in die Box. Wir haben ein bisschen Luft auf die 2. Was heißt, wir könnten uns einen Boxenstopp gegenüber denen erstmal erlauben. Ich würde es aber gerne so lange wie möglich... Macht das Sinn, das lange rauszuzögern? Wird der Wagen langsamer mit abnehmender Haltbarkeit? Oder bleibt die Leistung gleich, bis eben gar nichts mehr geht? Ich habe das Gefühl, wir werden einen Ticken langsamer. Ich bin mir aber nicht sicher. Der geht in die Box, okay. Dann gehe ich in die nächste Runde in die Box. Die Frage ist... Wir werden auf jeden Fall hier den Turbo durchziehen. 3 geht danach auch in die Box. Gerade so wieder vorbeigekommen. Okay, ersten Platz verteidigt. Trotz Boxenstops. Insgesamt natürlich verloren. Vorsprung. Ihr oder deren Boxenstop von der 2 war deutlich besser als meiner. Weil sie haben trotz Boxenstops noch aufholen können. Ich muss eigentlich hoffen, dass die 2 nochmal einen Boxenstop macht. Sonst kann ich mir keinen leisten. Die Frage wäre... Oh, der Unfall ist natürlich für mich jetzt sensationell gewesen. Für einen kurzen Moment. Dafür war der jetzt eine Katastrophe. Okay, die 1 geht in die Box. Was mache ich jetzt? Ich muss eigentlich auch in die Box gehen. Ich kann es mir nicht leisten, nicht in die Box zu gehen. Weil mein Wagen auch nicht mehr so viel mitmacht. Ah, wir verlieren den ersten Platz. Holen wir uns da aber wieder. Okay, das ist verdammt eng. Es wird noch einen Boxenstopp geben. Jetzt haben wir den ersten Platz leider verloren. Ne, haben wir nicht. Wow! Was ist das denn für ein Müll zusammengefahren? Wie kannst du denn denken, oh, guck mal, der geht in die Box. Ich lasse mich einfach in der Boxenklasse irgendwie so versuchen zu überholen. Ja gut, erster Platz ist weg, den kriegen wir nicht mehr. Jetzt geht es nur noch darum, Zweiter zu werden. Den haben wir komplett vermasselt. Ich hätte doch den anderen Wagen nehmen sollen. Ich hätte nicht auf Pink Peter gehen sollen. Komplett vermasselt. Eins ist weg. Die drei haben wir im Vorsprung. Überrunden sie bald nochmal. Die eins überrundet uns bald. Das heißt, wir werden jetzt das Ding einfach nur
nach Hause fahren müssen. Was für ein grottiges Rennen hinten raus. Ganz, ganz schwach. Ja, selbst wenn die 1 jetzt noch den Boxenstopp macht. Wobei, wenn der Boxenstopp von der 1 lang genug dauert, könnten wir da noch was reißen, hallo? Ich meine, der Nachteil ist natürlich, wir haben noch 2 Runden und unser Wagen gibt schon auf. Ja, und der zieht an uns vorbei. Und der fährt in uns rein. Was soll das denn? Ja, jetzt können wir den ersten Platz definitiv aufgeben. Jetzt müssen wir in die Box gehen, weil sonst unser Wagen eventuell die letzte Runde nicht aushält. Also nehme ich den halt so mit. Da war nochmal kurz Hoffnung da. Nur um dann von der 1 je zerspürt zu werden, weil der in uns reinrast wie so ein Irrer. Und wir hatten dann noch 3 und 4 beim Überrundungsmanöver vor uns. Was halt einfach eine Katastrophenvoraussetzung war. Eventuell der falsche Wagen. Aber wir holen ein paar Punkte. Nur 2 Punkte Vorsprung auf die Haares. Verdammt, wird das knapp. Aber das ist alles andere als gut, gell? Hier wäre 2. Platz locker drin. Dann würden wir 12 Punkte holen. Hier wäre ein 2. Platz schon 13 Punkte. Das wäre halt nur ein Punkt mehr. Aber wahrscheinlich hat man hier eher einen Schuss auf den ersten Platz als hier. Ich glaube, dass dieser Pink Peter doch eine dumme Idee war. Ich habe das Gefühl, Pink Peter war eine dumme Idee. So, wir starten auf 1, was schon mal gut ist. Wir geben sofort den ersten Platz her. Sensationelle Leistung, Martha. Okay, dieser Doppel-Stunt gerade war sehr gut für uns. Dass die 3 in die Box geht, ist für uns jetzt auch nicht so interessant. Die 2 geht auch in die Box, was sehr gut ist. Weil jetzt haben wir schon fast eine Runde Vorsprung und können selbst in die Box gehen. Nach diesem Doppelschlag ist das erstmal gar nicht so blöd. Die 2 stoppt jetzt hier auch noch 3 und 4, sodass wir angreifen können. Ich glaube, wir sollten hier die Aggressivität rausnehmen. Bisschen weniger aggressiv fahren. Kein Risiko eingehen, weil wir haben jetzt hier kurzer Turbo, um an der 3 vorbeizukommen. Da kannst du jetzt chillen. Die 2 überrunden wir jetzt sowieso, wenn sie in die Box geht. Also mach keinen Scheiß. Ja, ganz easy vorbeiziehen. Kein Problem. Ja, das ist ein erster Platz. Also den können wir nicht mehr hergeben. Wenn wir den hergeben, nachdem wir den 2. überrundet haben, haben wir es auch nicht verdient, an dieser Meisterschaft teilzunehmen. Ganz ehrlich. Jetzt können wir jetzt ganz gemütlich nach Hause fahren. Und wir haben hier ganz kurz eine lange Gerade. Da können wir den Turbo mal zünden. Und dann bringen wir dieses Rennen nach Hause, holen wichtige Punkte, um den 16. Platz zu verteidigen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir auf Platz 15 springen werden, weil der war auch nicht so weit von uns entfernt. Ich glaube, danach sind es noch 2 Rennen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, noch ein guter noch einmal gut abschneiden und dann können wir uns einmal auch einen 3. leisten. Denke ich. Nochmal ganz kurz hier an der 4 vorbeiziehen. Schön. Wir runden mit denen zum 2. Mal. Sind jetzt sowieso in der vorletzten Runde. Gehen jetzt in die letzte rein. Ja. Easy peasy. Alle gehen sie in die Box. Und
Und wir überrunden fast nochmal den dritten. Der war wichtig. Der war richtig wichtig. Nicht nur, weil es fast 500 Geld gab, sondern einfach auch hier jetzt auf Platz 13 noch zwei Rennen. Haben einen guten Vorsprung. Können uns jetzt den Motor leisten. Würde ich gerne mal machen. Gucken, was das da genau ist. Moose. Improved the Mechanic. Wir haben hier entweder Moose, Sewer oder Block. Block bringt vor allem den Gewicht, nimmt uns allerdings Leistung und Wendekreis weg. Hiermit würden wir Rollwiderstand gewinnen, verlieren Bremskraft und Luftwiderstand. Moose bringt uns Offroad, nimmt uns halt komplett den Rollwiderstand weg. Es ist halt, alle sind irgendwie doof. Ich kann mir vorstellen, dass der Wendekreis noch ein bisschen ausgeglichen werden kann. Durch Fahrer. Ist aber schon mit Martha im besten. Alle anderen haben einen schlechteren Wendekreis. Also jetzt bringen wir vor allen Dingen eins mit. Das ist Gewicht. Wir gewinnen jetzt nur Gewicht. Hier würden wir Rollwiderstand gewinnen. Verlieren aber halt Bremskraft und Luftwiderstand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eins von den beiden zu verlieren gut ist im Vergleich zum Rollwiderstand. Weil wir hätten bessere Leistung, gell? Aber wir haben halt eine geringere Höchstgeschwindigkeit. Versuchen wir es damit. Sollen wir einmal neu machen? Da gäbe es den Clown, den B-Block, der uns halt mehr Gewicht gibt, einen besseren Wendekreis, aber dafür einen schlechten Turbo. Würde ich mir nicht leisten wollen. Policewagen bringt halt einen sehr guten Turbo mit. Und wir haben kaum Verlust. Rollwiderstand ist nicht so hoch und der Luftwiderstand ist auch nicht so schlimm. Das heißt, das hier wäre so mein nächstes Ziel, das Polizeiauto zu haben. Den Clown finde ich auch ganz interessant, weil er hohe Aggressivität hat, einen guten Wendekreis. Allerdings die Leistung halt verringert, da muss man dann mal schauen. Fahren wir aber nun erstmal das nächste Rennen. Wir haben Gewicht vor allem gewonnen. Ich würde hier hingehen. Oder hier. Das ist eins von den beiden. Wahrscheinlich ist der insgesamt besser, weil mehr Punkte als Platz 2. Ich gehe immer von Platz 2 aus. Die anderen zwei sollte ich schlagen können. So, wir brauchen jetzt hier eher die Beschleunigung. Wir brauchen also einen schnelleren Wagen. Wendekreis ist hier auch nicht so wichtig, wollte ich sagen. Wir haben oben rechts eine harte Kurve. Dann gehe ich links oben eine harte Kurve. Die anderen beiden gingen noch relativ. Offroad haben wir gar nicht. Ich denke, wir gehen auf das Gewicht. So, wir starten auf 1. Müssen den Platz erstmal verteidigen. Was wir nicht tun. Zusammenstoß. Er hat zwei Autos mit einer Geschwindigkeit von 46 aufeinander geprallt. Und jetzt sind wir Letzter. Und unser Wagen ist kaputt. Ja, so viel dazu. Wir können dieses Rennen schon direkt vergessen. Also Platz 1 kriegen wir niemals. Mein Ziel ist und bleibt jetzt Platz 2. Ich muss irgendwie den zweiten angreifen, der ja auch schon Weltenvorsprung hat. Jetzt sind wir erstmal Letzter. Was für eine Katastrophe. Was für ein beschissener Start das war. So, den dritten einfach dran vorbeiziehen. Okay. Eins ist in der Box. Was es wieder interessant macht, vor allem den Kunden aufgrund dieses Zusammenstoßes. Weil jetzt sind wir wieder da. Dürfen aber selbst nicht in den Unfall geraten. Deswegen jetzt vorbeiziehen und dann beschleunigen.
Zieh vorbei, zieh vorbei, zieh vorbei. Jawohl, zweiten haben wir, sehr gut. Wir können uns keine zweiten Boxenstopp leisten. Dann würde uns drei überholen und... Oh, jawohl, wir sind Erster. Nice. Wenn jetzt drei noch einen Boxenstopp machen würde, könnten wir uns einen leisten. Ich gehe aber erst in die Box, wenn drei anzeigt, dass sie in die Box geht. Weil sonst gehe ich Gefahr, dass der jetzige Zweite mich überholt. Vorteil ist, wir haben eine souveräne Überrundung von 4, weil sie gerade auf dem Weg geht. Blockiert für uns im besten Falle hier noch ein bisschen ab. Das hier ist sensationell. Jetzt gehen wir auch in die Box. Wir haben eine halbe Runde Vorsprung. So, das musst du hier aber rausturbonen. Sonst verlieren wir doch noch den ersten Platz. Bring ihn nach Hause, Martha. Bring ihn nach Hause. Hier kurz raus. Mit dem Turbo und dann aus dem Ding raus turbonen. Jawohl. Doch noch den ersten geholt. Was für ein Rennen. Was für ein Rennen, ey. Das hätte man deutlich gemütlicher haben können, wenn es nach mir ginge. Aber Gett ist auf jeden Fall die Qualifikation safe. Weil wir auf Platz 10 sind. Das können wir nicht mehr verlieren. Haben nochmal gut Geld gemacht. Das letzte Rennen für heute ist auf jeden Fall wichtig. Für die Platzierung und noch ein bisschen Geld zu holen. Ich würde sagen, wir springen hier rein gegen die Teenie Cobras. Die in beiden Rennen mitmachen. Also hier oder hier. Es ist egal, welchen von beiden wir nehmen. Bringt uns bei beiden nicht sonderlich viel. 11. Also hier können wir am meisten Profit machen. Also gehen wir hier hin. Ich würde sagen, wir... Bei. Jetzt brauchen wir den Wendekreis. Das ist ein sehr kurvenreiches Ding. Also nehmen wir den Motor. So, letztes Rennen für heute. Letztes Rennen vor der Meisterschaft, die es dann in der nächsten Episode gibt. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Hier geht es darum, jetzt einfach den ersten Platz zu verteidigen. Wozu diese Map gefühlt prädestiniert ist, weil es gibt nicht viele Überholmöglichkeiten. Also wenn du hier keinen großen Fehler machst, glaube ich, dass dir der Platz nicht wegzunehmen ist, auf den du startest. Ist reine Gefühlssache natürlich. Und kaum sage ich das, haben wir hier ein Überholmanöver gehabt, glaube ich, zwischen dem dritten und vierten. Okay, du willst da mit Speed rausgehen, hast natürlich dann hier den längeren Weg, aber der Zweier verfolgt uns, also hat der da schon mal keinen Gewinn gemacht, was die Strecke angeht. Okay, da geht der hoch. Wird der unten rumfahren, oder? Ja. Jetzt hätte das oben rumfahren keinen Sinn gemacht, er wollte da beschleunigen. Fährst du ganz gut, Martha. Kann man aktuell sich nicht beschweren. Da gibt es nichts zu meckern. So, jetzt können wir hier kurz mal den Turbo nutzen, um ein bisschen Luft zwischen uns zu bringen. Vor allem, weil die Zweier noch den oberen Weg gegangen ist, durch die Boxenstopp gerast. Durch die Boxengasse gerast, so rum. Die ist aber schon wieder direkt bei uns, gell? Ich wollte gerade sagen, ich hätte gern, dass die 2 in die Box geht. Ich glaube, wir werden das direkt mitmachen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Damit wir hier nicht Gefahr laufen, dass der Motor irgendwann doch den Geist aufgibt.
Gehst du oben rum, also müssen wir hier den Turbo nutzen. Aber da kann man sich nicht beschweren. Ja, also wenn Martha hier jetzt keinen extremen Blödsinn zusammenfährt, sollte das der erste Platz sein. Und vielleicht kriegen wir sogar noch einen einstelligen Rang zusammen in dieser Saison. Insgesamt eine sehr überzeugende Saison. Klar, wir hatten den einen dritten Platz. Aber ansonsten immer in den Top 2 gewesen. Da konnte man sich überhaupt gar nicht beschweren. Haben sogar noch die Möglichkeit, den vierten hier zu überrunden. Spätestens wenn er in der Box ist, sollte das machbar sein. So, weil wir noch 2 Runden haben, brauchen wir auch keinen Boxenstopp mehr. Ah, der zweite geht auch noch in die Box, okay. Ja, der gibt jetzt auch das Ding auf. Versucht es gar nicht mehr, uns irgendwie zu überholen. Dann werden wir nach der Runde in die Box gehen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass uns der Motor doch noch zusammenbricht. Wir können dann hier auch wieder ein bisschen die Aggressivität rausnehmen, was weniger Einfluss auf den Motor hat. Dann überholt uns wahrscheinlich der vierte nochmal. Wobei, nee, wir verteidigen das sogar noch, okay. Sonst hätte ich Sorge gehabt, dass wir dem vierten hinterher tuckeln müssen die ganze Zeit. Und so haben wir jetzt noch den vierten als Puffer zwischen uns und dem zweiten. Wenn es wirklich drauf ankommt. Wobei er mir ein bisschen zu sehr an meinem Heck hängt. Aber gut. Keine Gefahr. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Aber beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht, dann mit der nächsten Meisterschaft in der lokalen Liga. Ich wünsche euch alles Gute und auf Wiedersehen.